Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind jetzt gerade hier am Bind und möchten gerne ein bisschen Warzone machen. Schauen wir mal, was los ist. Ah, wir haben keine Edelsteine. Ignis hat wieder vier, also die zwei von uns. Dann nehmen wir doch Ignis zerstören. Ja. Dankeschön für die immer noch tollen Aufrufe. Zwar gingen sie schon ein bisschen zurück, natürlich. Aber ja, ich mache ja auch nicht mehr so viele Aufnahmen. Das möchte ich ändern, weil es sich lohnt für mich und auch ihr einfach Spaß habt beim Zusehen. Und ja, Dankeschön für die Likes, Dankeschön für die Kommentare. Und ja, wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Also ich werde eventuell weniger lange Parts machen, dafür mehr Parts machen. Weil es wird ja nicht so lange immer geschaut. Und deshalb denke ich ja, so 10 bis 15 Minuten sollten eigentlich reichen. Weil ich ja noch nicht so viel zeigen kann. Ich hatte einfach immer wieder öfters Sterbe und so weiter. Aber ab jetzt einfach mehr Warzone, mehr Spannung. Und ja, der 500er Boost ist noch an. Werden wir also sehen, ja. Besser. Ah ja, ich habe den Nuki jetzt gesehen und deshalb habe ich ihn zugefügt. Ich habe dich angeschrieben kurz und gesagt, hallo Nuki. Aber du warst dann schon wieder weg. In deinem See geraten. Kampf Richtung Warzone, also in Richtung Warzone in den Kampf. Und da bin ich natürlich noch nicht mitgegangen. Vielleicht sehen wir uns ja jetzt wieder irgendwo. Mal gucken. So. Ja, ich denke, wir gehen auch nochmal per Reittier weiter, weil die, ja, wollen lieber ein bisschen Langeweile haben. Wir folgen einfach mal dem, der ist Beschwörer, ja, der andere ist ein Satanszeichen, sagen wir dem. Aha, okay, es kommen ein paar Leute. Lieber rein. Okay, der wird wahrscheinlich abgefangen jetzt. Ja, ich hab's gesagt. Aber das ist, glaube ich, der NPC gewesen. Aber jetzt können wir eigentlich raus, wenn der nicht kommt. So. Ich habe einfach jetzt die zwei Buffs, Auren mitgenommen. Ja, das ist, glaube ich, eine Aura, oder? Ja, das ist einfach ein Buff. Okay. Jetzt werden wir natürlich angegriffen. Aber ja, immer auf mich, gell? Immer auf mich. Beigling. Ja. Ich wollte eigentlich. Greif ihn doch an. Oh, geht jetzt wieder hin. Ach man, die NPC. Manchmal denkt man echt, ich werde nur alleine kämpfen. Ja, schon ein Spiel und schon ein Level. Okay, ja, ich habe ja das letztens noch gelevelt. Ich habe ja gesagt, ich möchte eine Aufnahme machen mit der Warzone, aber es war so viel los, dass das Spiel mega geleckt hat und das konnte ich natürlich nicht eine Aufnahme machen. Es wäre einfach mal ein bisschen besser, wenn du auch etwas machen könntest, aber du hast natürlich Angst. Okay, wenn ich jetzt, ja, ich werde sterben. Ja, es sind viel zu viele Leute. Toll. Weißt du, die Eisen sind mal so strohdumm. Sollten mal zusammenbleiben, hauen sie einfach ab. Und einfach mal. Ja. Ich weiß es auch nicht. Hey, habt ihr nicht gesehen? Ich ruhe mich aus. Jetzt lasst mich doch in Frieden. Ich bin ja low-levelig. Jetzt kommt er wieder, weißt du? Jetzt kommt er wieder. Oh. Arsch. Mama, denk mal, ich bin wegen diesem Asperger-Syndrom einfach zu heikel. Aber manchmal, ja, es ist wirklich so, dass ich einfach, ja, ihr merkt es, oder? Ich reg mich zu schnell auf. Und deshalb bin ich da auch manchmal ein bisschen nicht so zufrieden mit anderen Spielen. Aber das ist diese Hypersensibilität. Und die führt einfach dazu, dass man
Sachen wie, ja, schlechtes Spielen von anderen besser merkt. Oder von mir selber. Ich bin immer unzufrieden, weil ich nicht gut spiele. Und ja, das ist einfach diese Heikelkeit, die so Asperger-Leute haben. Aber die besten Forscher, Entwickler, alles Mögliche haben Asperger-Syndrom. Zum Beispiel Albert Einstein hat es, Greta Thunberg momentan hat es. Ganz viele Leute haben Asperger-Syndrom, die gut sind, aber sie werden von Normalos einfach schlecht angesehen. Und das ist das, was halt diese Asperger-Leute wie ich einfach das Problem haben. Man fühlt sich nicht wahrgenommen, man möchte eigentlich gar nichts erreichen im Leben, weil die Normalos immer wieder sagen, oh, kann man hier rauf? Wie kann man hier rauf? Von da oben? Ich will auch auf den Zaun. Ich bin aber wahrscheinlich ein bisschen zu fett. Zwerge sind zu fett. Hä? Falsch gehüpft. Hä? Das geht gar nicht. Ist das ein Bug, dass man hier irgendwo hüpfen muss? Weiß das einer, wie man auf den Zaun kommt? Das ist nämlich spielentscheidend. Endlich mein Pala. Also ein Ritter. Ah, elf. Vora, juju. Hä? Hat er sich ausgelockt? Hä, da hat sich teleportiert. Ja, es war irgendein schlechten Film. Nein, das ist ein anderer. Aber der hat fast den gleichen Namen. Ja, ich hab's nicht gemerkt. Natürlich, ich werde immer angegriffen von einem Disease. Ich bin ja so ein armer Typ. Ich bin zu wenig nah. Jetzt greift er natürlich mich an und die merken nicht, dass ich angegriffen werde. Okay, auf den gehe ich jetzt los. Ja, natürlich ab. Mano, wie. Darf ich auch mal ein bisschen leveln? Wir werden immer angegriffen. Ich hau ab. Wenn wir schon keine Chance haben, hau ich einfach ab. Ja, toll. Jetzt geht es natürlich wieder nicht. Ja, was wollen wir tun? Wir werden die ganze Zeit abgefangen. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen hier runter und schauen. Ich hoffe einfach, das Mikrofon geht noch. Ich habe jetzt momentan Probleme. Oh, ich habe nochmals einen Gegner getötet und die anderen haben getötet, aber nochmals bekommen. Scheinbar sind jetzt wieder ein bisschen mehr Alsen hier. Aber ja, vielleicht ist es der Paladin gewesen, der jetzt gestorben ist. Steht nämlich nie, wer gestorben ist. Ah, vielleicht hier oben manchmal. Das muss ich ja wieder ein bisschen lernen. Okay. Gut, habe ich das auch überlebt. Heute habe ich irgendwie ein bisschen Glück. So, Achsen. Kenne ich. Sparrowhawk kenne ich. Vom Namen her. Jo, ihr müsst jetzt nicht buffen, es passiert nichts. Heute bin ich echt. Es ist wirklich hässliches Wetter draußen. Ich habe jetzt hier drinnen immer wieder Krafttraining gemacht. Ich bin voll aufgepowert, das merkt ihr vielleicht. Also ich mache doch jetzt auch wieder ein längeres Video wahrscheinlich, weil es jetzt gerade momentan so spannend ist. Endlich mal wieder spannend! Ha, ich freue mich! Aber diese Agro-Monster, auf die freue ich mich nicht so. So, einfach abhauen von denen. Dieser Buff ist sowieso relativ schnell wieder da, der Geschwindigkeitsbuff. So. Aber das ist toll, dass die Leute hier ein bisschen weniger groß zusammenspielen. Weil ich habe immer so das Gefühl, es müssen immer Hunderte von Alsen sein, die für gegen 200 von Igen kämpfen. Also gestern war das richtig schlimm. Oder da am Sonntagabend war das extrem schlimm. Weil das Spiel haltet einfach nicht so viel aus. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja. Oh ja. Noch ein Bonbon, gut. Noch ein paar Schützen, oh ja. Kommt, bitte. Nein. Nicht die Waffen.
Ja, toll. Hey, jetzt lass mich doch mal ein bisschen in Frieden. So bekomme ich ganz paar Dinge über Bonus. Also erfahren. Danke. Was? Ich habe keinen von denen bekommen? Unerhört. Der ist auch zu schnell down. Oh Mann. Unglaublich. Ich bekomme einfach nichts über. Ich habe die gebufft. Ich bekomme nie etwas über. Sie sind einfach zu stark, die Eisen manchmal. Einzelne zu wenige Eisen sind immer am stärksten. Ich habe immer so das Gefühl, die Gegner müssen immer zahlenmäßig über Dings sein. Ja, mehr sein. Hä? Ist denn die? Ja, ist ein Bock. Also, ist einfach. Ich habe nichts bekommen. Das ist so dumm, weil man so langsam ist mit dieser scheiß Keule. Wie sich mal zuschlage, haben die Kollegen alles getötet. Was ist denn das für ein Bug? Der ist schon lange immer tot. Hallo, du bist tot. Fall um. Das Spiel ist halt einfach nicht so gut gemacht für so schlechte Server. Also, wegen der Schlechtigkeit und Server. Was haben wir denn eigentlich für Ping? Ja, 100, ja, 167 schwankender Ping. Das ist einfach mit dem Spiel nicht synchronisiert. Das vieles. Ja, viele Charaktere einfach stehen bleiben, anstelle umzufallen. Das ist ein, ja. Ich hoffe, dass das, Ding, wie heißt das schon wieder? Kurz mal nachschauen. Nuki hat mich angeschrieben. Wo ist es? Ah, Joshua. Joshua mit Low, Legnum. Yes. So, jetzt muss ich aber den nachgehen. Also er hat geschrieben, so, ich habe es zu spät gemerkt. Kein Problem. Aber ich habe auch zu spät gemerkt, dass sie abgehauen sind. Ja. Gut, jetzt sind wir wieder alleine, weil die Spiele nicht warten können auf mich. Ah, da sind sie. Okay. Mann, ich will auch Erfahrung haben. Die sind immer zu effizient. Okay. Jo. So. Also. So habe ich geschrieben, Brücke Richtung Herb. Ich weiß nicht, ob die Samal oder Herbret vor Brücke heißt. Eins von beiden. Je nachdem, mit welchem Reich wir spielen. Wir spielen ja mit den Eisen, die sind hier nicht beheimatet. Die sind hier, ja. In den Ferien. Ja, ich muss auch wieder reinkommen ins Spiel. Also ich habe mehrmals Probleme mit den Ortsangaben und so. Auch wegen diesem Asperger-Syndrom. Oh, jetzt steht mir die Luft auch noch ab. Ja. Halt mit dem Training, da habe ich immer so ein bisschen im Hals, ein bisschen Schluck auf. Also, jetzt mal bitte ein bisschen. Ich gehe auf den. Falsche Taste gedrückt. Nicht so viel Schaden machen, bitte. Ah, da ist der Schaden. Ja, sicher! Immer nur auf mich, immer die ganze Zeit auf die Schwachen. Die sind so Angsthasengegner. Bitte wiederbeleben, bitte. Kein Ding, Beschwörer. Da, Beschwörer. Hallo. Ref? Ich kann nicht schreiben, ich bin tot. Oh, yeah, yeah. Bitte, Ref. Was heißt das? Reven. Was heißt eigentlich wiederbeleben auf Englisch? Rebelt. Gut, also die Eisen sind meistens, ja eben, no ref. Ja,
Ja, ich bleibe einfach hier stehen. Okay, das ist gut zum Video beenden. Ich werde einfach jetzt nicht so lange machen, weil YouTube hat momentan Probleme, wenn man fast 30 Minuten Videos macht. Es geht so lange zum Verarbeiten, dass man ja da irgendwie nicht ja einfach nicht vorwärts kommt. Deshalb kommen auch so wenig andere Videos, weil vor allem Champions of Regnum und Last Epoch, ja, kommt ja nicht mehr so viel, aber vor allem geht ja online meistens, oder WoW braucht sehr lange. Und das ist einfach so. Kommen schon wieder die ersten Eisen. Jo, und deshalb möchte ich eher so 15 bis 20 Minuten Videos machen und nicht irgendwie jetzt habe ich 15 Minuten. Ich denke, wenn ihr jetzt wiederbelebt, mache ich noch ein bisschen. Wenn sie nicht wiederbeleben, dann gehe ich einfach zurück. Weißt du, die Barbaren machen einfach mir noch viel zu viel Schaden. Das ist okay, sie wiederbeleben uns nicht. Sparrowhulk ist ein Hexenmeister. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Beschwörer ist gar nicht mehr hier. Na gut. Also, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und macht's gut, bis zum nächsten Part, wenn ihr Lust habt, oder bis zu einem späteren Part, auf jeden Fall. Jo, freut es mich, dass Nuki geschrieben hat und ich werde dich mal bei Discord als Freund hinzufügen. Jo, wenn du weißt, ob da der gut schauen wegen dem Namen, das ist ein bisschen schwer für mich auszusprechen. Ja, den habe ich gar nicht. Also einfach der Chef von deinem Clan, also vom Sau-Krau-Clan, ob ich wieder reinkommen könnte, wenn er wieder ein bisschen frei ist, Plätze frei sind, weil ich brauche unbedingt wieder einen Clan. Und Sau-Krau ist schon der beste Clan für mich. Weil ihr so entspannt seid. Also, bis dann und Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss!